Liebe Fridays for Future, liebe Greta Thunberg, liebe Luisa Neubauer und so weiter. Ja, ich will heute nur noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil vielleicht unter den vielen Videos es untergegangen ist, wo die neue naturwissenschaftliche Beweisführung der neuen Galileis sozusagen, wo der neue Abschluss der Aufklärung drin liegt, nämlich in der mimetisch-genetischen Evolutionsanalysetechnik. Und wir gehen jetzt wieder wie immer vor, wir gucken hier, googeln nach, markieren einfach Scientists for Future 2, googeln nach und haben jetzt hier den YouTube-Kanal der Scientists for Future 2 und hier haben wir die Homepage als Unterabteilung vom Rat der Weisen. So, dann haben wir hier und gehen hier, folgen dem Link, dem ersten Link, Sammlung wichtiger Links. Nee, brauchen wir heute eigentlich gar nicht. Wir wollten ja nur den Beweis nochmal zeigen. Auf der Startseite direkt, wenn man ein bisschen runterscrollt, kommt das naturwissenschaftliche Ergebnis zur Menschheitsfrage, die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, NVWL, warum das Gemeinwohl mit Füßen getreten wird. Da wird es erstmal so umgangssprachlich erklärt, ohne jetzt sozusagen die Präzision einer naturwissenschaftlichen, naturgesetzlichen Beweisführung. Und hier ist dann diese naturwissenschaftliche Beweisführung, warum letztendlich der Kapitalismus schlecht ist und unbedingt sofort beendet werden muss. Nicht nur wegen des Klimas, sondern auch wegen aller anderen Lebensqualitätszerstörungsaspekte. Und hier kann man dann also über das Ernährungssystem und dann darunter über das das Gesundheitssystem, wo ist es? Hier muss doch irgendwo das Gesundheitssystem sein. Ernährungssystem, da müssen wir doch so weit runterziehen. Da muss doch irgendwo dazwischen kommt, also hier ist es, das Gesundheitssystem, ja. Und ich will jetzt nur noch mal ganz kurz sagen, wie das noch einmal ganz kurz zusammengefasst werden kann, diese naturwissenschaftliche, naturgesetzliche Beweisführung. Ich mache zu diesem Zweck allerdings noch mal gerade hier auf. Ich gehe noch mal hier hin, mache hier noch mal die English Talks, gehe mal auf den nächsten Talk und so weiter. Ja, also oder geh nochmal hier hin, der junge Mann Student aus London, soll uns mal dabei begleiten. Also, ein naturgesetzlicher Beweis schlägt Millionen Studien. Ein naturgesetzlicher Beweis schlägt die Meinung von Millionen wenig kompetenten Wissenschaftlern. Also solche Leute wie Kopernikus, Kepler, Galilei, Isaac Newton, Gregor Mendel, Sir Alfred Russel Wallace und Charles Darwin und jetzt eben die neuen Galileis, die Scientists for Future 2. Also so, es ist immer so, dass eine Beweisführung und ein logischer Beweis und ein sozusagen ein am besten naturgesetzlicher Beweis immer alle anderen Dinge schlägt. Also da können Wissenschaftler, Millionen Wissenschaftler auf der Welt die Meinung haben, dass dem nicht so sei. Es ist aber naturgesetzlich bewiesen, dass der Kapitalismus schlecht ist und sofort beendet werden muss. Nicht nur wegen des Klimas, nicht nur um jetzt mal schnell die 900 Milliarden fürs Klima zu beschaffen, den Kohlestopp 26 zu schaffen, alle Dächer in Deutschland mit Sonnenkollektoren voll zu pflastern und so weiter. Dafür brauchen wir natürlich die Beendigung des Kapitalismus, weil wir damit sehr viel Geld einsparen und sehr viel Geld gewinnen, sozusagen, volkswirtschaftlich, sondern der naturgesetzliche Beweis, warum der Kapitalismus grundsätzlich schlecht ist und ein 400.000-jähriger, ewig schädlicher Irrtum der Menschheit war und Irrweg der Menschheit war, das mache ich noch mal ganz kurz deutlich. Man muss sich also im Geiste
zwei Männchen malen, also hier links ein Männchen mit einem großen Kopf und hier ein Strichmännchen mit einem großen Kopf. Und hier drin muss man einzeichnen, was passiert, wenn dieses Männchen zufällig und Mutation und Selektion, Mutation heißt Veränderung und Selektion heißt Auswahl oder natürliche Zuchtwahl, wie vielleicht Darwin gesagt hätte. Wenn wir jetzt reinzeichnen, dass das eine Männchen zufällig ein Irrtumsmem entwickelt, einen Tag nach der Erfindung der kapitalistischen Vorformen des Tauschhandels. Ungefähr sind wir jetzt bei vor 400.000 Jahren ungefähr oder ein bisschen später, aber irgendwo in diesem Bereich. Und rechts haben wir das Strichmännchen und da haben wir mit dem großen Kopf und da zeichnen wir nicht, also links IM für Irrtumsmem, rechts WM für Wahrheitsmem. Mem kommt vom Memory, verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte, ist das Parallelbegriff zum Gen. Also wir haben sozusagen, ja, das ist ja naturgesetzlich feststehend und bewiesen, dass wir eben Gene im Körper als einen Informationsspeicher haben, der vieles gestaltet in unserem Leben. Und wir haben die Meme im Kopf, also den zweiten Informationsspeicher im Gehirn. Und ja, und jetzt muss man sich klar machen, ein Irrtumsmeme, zum Beispiel Zucker ist gesund, ein Irrtumsmeme. Rechts ein Wahrheitsmeme. Nee, Zucker macht krank und sollte ersetzt werden durch süße, reife Früchte, in die man hineinbeißt. Ansonsten ist jede Form von Süße schlecht. Es sei denn, es ist eine süße, reife Frucht, in die man unmittelbar reinbeißt. Also auch alle Säfte sind schlecht, alle Smoothies sind schlecht, alles, was süß schmeckt und flüssig ist, ist schlecht grundsätzlich. Das wäre das Wahrheitsmeme. So, und jetzt kommt der Safthändler. Das war übrigens ein schönes Video im Internet. Ne? Der Safthändler, der vertritt den Satz, Zucker ist gut und süße Säfte sind noch viel besser, sind total gesund und gut und alles und so weiter. Und jetzt stellt man dann fest im Kapitalismus, und das ist eben der Beweis, warum der Kapitalismus sofort beendet werden muss, dass Folgendes passiert. Hier ist ein Mensch mit dem Irrtumsmem, süße Säfte sind gesund. Hier ist der Träger des Wahrheitsmemes, der sagt, zum Beispiel ein Doktor, ein Arzt, der Name fällt mir nicht genau, war es der Dr. Riedel, also ein Mediziner, der erkannt hat, nein, wir wissen heute, dass süße Säfte und Smoothies krank machen, ne? Direkt krank machen und Fettleber erzeugen, Diabetes begünstigen und so weiter. Also, dieses Wahrheitsmem im Kopf, also W und dort I für Irrtumsmem, das Wahrheitsmem. Jetzt fast gucken wir, was im Kapitalismus mit dem Irrtumsmem passiert. Mit dem Irrtumsmem stellt dieser Mensch jetzt süße Säfte und süßes Müsli her und verkauft die. Und diese süßen Smoothies und süßen Säfte sind viel besser konservierbar und viel besser transportierbar und viel besser lagerbar, besonders die ganzen konservierten süßen Säfte, ja, als eine süße, reife Frucht, die, wenn man sie vom Baum nimmt, in einem essfertigen, reifen Zustand, ab dem Moment ja eigentlich schon kaputt geht und quasi auf dem Transport eigentlich dann nur noch vermatscht ankommt und so weiter, weswegen ja auch viele Früchte unreif geerntet werden, was wahrscheinlich durch nichts mehr korrigiert werden kann, dieser Qualitätsverlust durch zu frühes Ernten, ne? Abgesehen davon, dass diese Früchte alle verzüchtet sind und genetisch mittlerweile wahrscheinlich völlig anders sind als das, was zu unserem Stoffwechsel passt und so weiter. Ja? Also Früchte werden ja auch auf Zuckermengen hingezüchtet, haben dann vielleicht zu viel Zucker, auch für unseren Stoffwechsel, sogar wenn wir reinbeißen, muss man auch überlegen. Aber jetzt dieser Träger des Irrtumsmemes, der wird also, weil das billiger ist als die reife, echte, süße Frucht direkt vielleicht in einem Gewächshaus anzubauen und direkt die Menschen dort essen gehen zu lassen oder zum Essen einzuladen, als neues Restaurant sozusagen, als Rewe-Restaurant oder Alnatura-Restaurant oder Aldi-Restaurant und so weiter.
Und stattdessen macht er das Saftgeschäft auf, als Kapitalist sozusagen, als Unternehmer. Und ab dem Moment passiert Folgendes: Er wird viel verdienen, weil die Menschen auf seinen Irrtumsmeme reinfahren, auf reinfallen, auf seine Unwahrheit. Und dann wird er zum Beispiel davon 5 Kinder ernähren können. Jetzt hat er also in der nächsten Generation 5 Kinder mit 5 Köpfen, in denen bei 4 von den 5 befindet sich das Irrtumsmeme. Und dann haben wir vielleicht ein schwarzes Schaf der Familie, der entdeckt das Wahrheitsmeme, nämlich dass diese Säfte krank machen. Ja? Das schwarze Schaf, der verlässt vielleicht die Szene dann. Und jetzt hier von dem Wahrheitsmemträger, der macht natürlich dieses Geschäft nicht, sondern der müht sich ab mit den reifen Früchten und so weiter, verdient kaum etwas, kann höchstens 2 Kinder ernähren und hat jetzt also nur 2 Kinder mit den großen Köpfen und die tragen das Wahrheitsmem. Und dann einer wird vielleicht noch abtrünnig, weil er viel verdienen möchte. Der geht zur Ausbildung zu dem Irrtumsmemträgern und wird dann auch zum Irrtumsmemträger, weil eben auch viel Geld verdienen möchte. Und hier ist dann noch ein Wahrheitsmemträger. Und wenn man das jetzt weiterzeichnet, von Generation zu Generation, haben wir überall sozusagen hier vielleicht nur noch ein Rinnsal an Wahrheitsmemträgern. Die Frage ist, was wir vielleicht, wie viele dieser Rinnsale an Wahrheitsmemträgern im Kapitalismus vielleicht sogar ganz ausgestorben sind, also hier versandet sind auf dem Weg nach oben. Zum heute hin. Vielleicht sind da ganz viele Wahrheiten schon längst ausgestorben, weil sie im Kapitalismus kein schnelles Geschäft gebracht haben, nicht das schnelle Geld gebracht haben, weil Wahrheiten nicht belohnt wurden, weil die Irrtumsmeme einfach viel, viel mehr Gewinn gebracht haben. Und jetzt sozusagen, hier haben wir also 5 Irrtumsmemträger, der eine kam ja von drüben. In der nächsten Generation haben wir vielleicht schon 20 Irrtumsmemträger, die alle davon leben, süße Säfte und süße Smoothies zu verkaufen. Und alle von dem Irrtumsmem leben, diese süßen Säfte seien genauso gesund wie eine reife Frucht, in die man eine naturbelassene reife Frucht, in die man direkt reinbeißt. Ja, und dann geht das immer so weiter. 20, vielleicht dann 40, 60, 80, man müsste es mal. Ich will jetzt nicht mathematisch durchrechnen, wie schnell dieser Baum explodiert, aber das heißt, der Baum beginnt mit einem einzigen, im Kapitalismus beginnt ein einziger Irrtum, ein einziges Irrtumsmeme und das breitet sich dann baumartig raus zu einer riesigen Blätterkrone von lauter Irrtumsmemträgern, die die ganze Gesellschaft und die gesamte Welt und 8 Milliarden Menschen durchmanipulieren mit dem Gedanken, süße Smoothies und süße Säfte seien gesund. In Wirklichkeit sind sie krankmachend, aber das ist Kapitalismus. Also alles, auch die Milliardäre werden gefüttert mit diesen süßen Säften und werden dadurch auch krank gemacht und werden eben 40 Jahre vor dem natürlichen Sterbezeitpunkt von 127 Jahren, werden wir mit 87 getötet durch den Kapitalismus und mit 47 sind wir alle schon chronisch krank gemacht worden durch den Kapitalismus, durch solche Irrtumsmeme. Also auf der linken Seite bei den Irrtumsmemen haben wir also einen riesigen Baum und die Baumkrone geht über die ganze Bildfläche und alles ist voll Irrtumsmemen und eventuell ist dieser Strang der Wahrheitsmeme längst ausgestorben und es gibt ihn gar nicht mehr. Oder eben wie jetzt dieser Arzt zum Beispiel, so einzelne Ärzte und Forscher sagen, nein, Smoothies und süße Säfte machen krank. Süße Smoothies und süße Säfte. Ja, machen krank und so weiter. Also es kann sogar sein, dass ganz viele Wahrheitsmeme längst ausgestorben sind, völlig weg sind. Also Kapitalismus beseitigt Wahrheit und produziert und vermehrt systematisch Irrtum. Auch in der Wissenschaft. Also auch wir müssen immer davon ausgehen, dass es ist wie bei Kopernikus, Kepler, Galilei, Isaac Newton, Gregor Mendel, Alfred Russel Wallace und Charles Darwin. Und dass es genauso ist jetzt bei den neuen Galileis, bei den Scientists for Future 2, dass die Mehrheit aller Wissenschaftler natürlich infiziert ist von all diesen kapitalistischen Irrtumsmemen und eigentlich nur kapitalistische Irrtümer verbreitet.
als Memultiplikatoren. Wir vergessen immer dabei, dass ja schon auch die meisten Universitäten begonnen haben mit der katholischen und evangelischen Fakultät und mit anderen und so weiter. Das heißt also, es ging immer darum, eigentlich nicht um wissenschaftliche Wahrheiten zu liefern, sondern es ging um Beeinflussung von Menschen. Also Wissenschaft ist auch ein riesiges Gebäude im Rahmen des Kapitalismus zur Beeinflussung von Menschen. Deswegen, wenn Greta sagt, unite behind the science, oder sagt, listen to the science, dann sollte man sagen, listen to the Galileis of the science, listen to the pioneers of the science, also hört auf die Galileis der Wissenschaft, hört auf die Wahrheitsfinder, die Pioniere in der Wissenschaft, aber hört nicht auf die kapitalistische Massenwissenschaft, die muss nicht immer recht haben, sie hat hoffentlich beim Klima recht, wobei das den Scientists for Future 2 auch wieder relativ egal ist. Sie stellen einfach das Geld zur Verfügung für die Fridays for Future Bewegung. Das ist eine Koalition dann. Und wir können nur hoffen, dass die ganze Angst bezüglich des Klimas auch wirklich auf Wahrheitswissenschaft beruht und nicht auf Irrtumswissenschaft. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt noch einmal richtig verstanden, warum der Kapitalismus und dass der Kapitalismus in allen gesellschaftlichen Bereichen Irrtümer produziert, die uns allen schwersten Schaden zufügen, einfach weil damit mehr Geld zu verdienen ist in diesem. Deswegen müssen wir das kapitalistische System beenden. Und das findet man ja dann massenhaft auf der Homepage, wie die ersten Schritte sind, wie man diesen Kapitalismus dann beendet und wie man dann die 900 Milliarden fürs Klima freisetzt und damit den Kohlestopp 26 schafft. Und zum Beispiel, wenn man das wollte, die Bedachung aller Dächer in Deutschland mit Sonnenkollektor und das wäre finanziell damit wohl auch abgedeckt. Ja, also, nur kurzes Video heute. Bis demnächst. Morgen geht es zur Public Climate School an der Universität Köln und ich bin mal gespannt, ob auch dort Wissenschaft eher wieder Wahrheit und Fortschritt verhindert. Und die ganzen kapitalistischen Wissenschaftler dann also eigentlich gar nichts verändern wollen oder so. Wir werden mal sehen, ob es da Leute gibt, die überhaupt wissenschaftlich denken können. Na? Alles klar, bis bald, tschüssi.